Sakai, wir müssen reden. In eurem Alter nannten mich die Leute den nächsten Tadayori Nagao. Ihr seid der beste Schütze aller Zeiten. Nicht mal annähernd. Aber ich bin sehr gut. Ich bin dankbar für alles, was ihr mich lehrtet. Ich widmete mich meinen Studien und hatte nie Zeit für Familie. Tomoe war meine Erbin. Ihre Taten. Ich konnte ihr nicht vergeben. Niemand hätte das. Ich widmete mein Leben dem Bogen. Das Leben, das er mir gab, war bemerkenswert. Doch das Leben, das er mir nahm. Familie ist viel wichtiger. Sensei. Werdet nicht wie ich. Lasst euch nicht vom Geist verzehren. Tomoe ist irgendwo in Kamiyagata. Ein letzter Versuch, die Mongolen zu sammeln und ihren Ruf zu retten. Ist sie dort, finden wir sie. Und beenden es. Ja, werden wir. Enter samurai was it? Atna turdik. Ready?
Sie verschleppten nicht nur mich. Die anderen sind noch in der Morimal-Brauerei. Sie stellt den besten Sake der Insel her. Ich fürchte, ihre letzte Flasche ist gebraut. Was dort? Mongolenkonvoi. Eliminiert. Von wem? Karren verbrannt. Brandpfeile? Haben alle Pfeile im Rücken. Vermutlich ein Hinterhalt. Japanische Pfeile. Fürst Shimuras Männer? Das waren japanische Schützen. Wohl eine Gruppe. Außer Sensei Ishikawa war hier. Bitte, verzeiht, mein Herr. Schleicht euch lieber nicht an mich heran. Gehört ihr zu dem Mann, der die Mongolen tötete? Er war ein Samurai,
aber älter. Bogenschütze. Sensei Ishikawa. Wo ist er? Er sagte, er wolle in ein oder zwei Tagen wieder zu mir kommen. Wieso zu euch? Ich habe Essen, ein Feuer. Was immer er vorhatte, es schien dringend. Womöglich ist der Tomoe auf der Spur. Wo ist euer Haus? Nicht weit. Doch ein Sturm zieht auf. Und ich muss nach meinen Fallen sehen. Danach bringe ich euch hin. Gut, ich komme mit euch. Wie ist euer Name? Matsu, mein Herr. Was genau hat Sensei Ishikawa zu euch gesagt? Nichts weiter, mein Herr. Er war nicht gerade freundlich. Das klingt nach ihm. Ich sprach noch nie mit einem echten Samurai. Der Krieg sorgt für unerwartete Treffen. Dürfte ich euch eine sehr gute Frage stellen? Überlegt sie euch gut. Wie ist es, die Macht über Leben und Tod in den Händen zu halten? Es ist eine schwere Bürde. Aber eigentlich genießt ihr es. Nur ein Monster würde das genießen. Diese Antwort hatte ich nicht erwartet. Dort! Eine meiner Fallen. Seht schnell nach. Ich will Ishikawa nicht verpassen. Verdammt. Leer. Ich muss sie neu stellen. Beim Jagen hättet ihr mehr Glück. Das könnte ich nicht. Zu brutal. Vielleicht ein anderer Köder. Mein Köder ist immer derselbe. Was benutzt ihr? Die Illusion einer Chance. Da liegt das Problem. Das klappt nur bei Männern. Hier lang, mein Herr. Das Überleben hier oben ist schwer. Das ist es überall. Ich floh nordwärts, als die Mongolen kamen. Allein? Meine Eltern starben, als ich ein Kind war. Seitdem bin ich allein. Eure Familie muss sehr wichtig sein. Mein Onkel ist Fürst Shimura. Wartet! Die Leute erzählen von euch. Ihr seid der Geist. Doch ihr seid nicht 10 Shaku groß und habt Dämonenaugen. Das glaubt ihr. Doch Dämonen besuchen Menschen oft in Tarnung. Dämonen gibt es nicht. Das weiß ich. Hoffentlich. Außerdem seid ihr zu stattlich für einen Dämon. Und wäre ich ein Dämon, würde ich euch zustimmen. Seht! Sie stehlen meinen Fang. Vertreibt sie, mein Herr. Bitte! Wartet hier. Sie leiden Hunger. Hey! Bitte tut uns nichts, mein Herr! Das gehört euch nicht. Es tut uns leid. Es ist nur ein Eichhörnchen. Wir haben tagelang nur Gras und Baumrinde gegessen. Nehmt es und geht. Hab Dank, mein Herr. Sie sind entkommen. Mit dem Abendessen. Sie waren am Verhungern. Und keine Bedrohung. Klingt nicht nach dem Geist aus den Geschichten. Nicht alle Erzählungen über mich sind wahr. Der Schneesturm erreicht uns gleich. Wie viele Fallen fehlen noch? Nur noch eine. Aber die ist weiter weg. Niemand wird glauben, dass ich euch getroffen habe. Wie ist es, der Geist zu sein? Es ist nicht leicht. Doch so gefällt es mir. Keine Zweifel oder Reue. Doch, aber ich tue, was nötig ist, um die Invasoren zu vertreiben. Wir sollten bald zurückgehen. Ich möchte Sensei Ishikawa nicht verpassen. Die letzte Falle ist nicht mehr weit, mein Herr.
Da sind wir. Hoffentlich müssen wir nicht hungern. Seht nur! Abendessen! Habt ihr etwas? Vielleicht können wir doch noch zivilisiert speisen. Was ist dort? Das Festland. Keine Mongolen, kein Krieg. Dort könnte ich neu beginnen. Wenn ihr es zum Festland schafft, was dann? In Kyoto eröffne ich ein Gasthaus. Lerne Shamisen zu spielen. Und empfange Tag für Tag die allerschönsten Männer und Frauen. Und meine Diener rauben sie heimlich aus. Klingt nach Ärger für Kyoto. Es schneit heftiger. Wir sollten gehen. Vielleicht wartet euer Sensei auf uns. Das Wetter wird schlechter. Bleib dicht bei mir. Noch dichter und wir müssen uns ein Pferd teilen. Wie bitte? Vergesst es. Reitet weiter. In der Nähe des Hauses. Ich knöpfe sie mir vor. Bleib zurück. Geschichten über euch wundern mich nicht. Wo ist euer Haus? Nicht mehr weit. Kommt. Da sind wir. Gehen wir hinein. Ihr wirkt zu gütig für den Geist, doch. Wie ihr die Mongolen getötet habt. Ich tue, was ich muss für Tsushima. Die Wahrheit ist, wir sind beide Überlebende. Wir tragen Dunkelheit in uns. Wäre dem nicht so, wären wir tot. Sensei Ishikawa sagte etwas Ähnliches. Doch aus eurem Mund klingt es aufrichtiger. Tomoe. Ishikawa sagte stets, ich unterschätze meine Gegner. Ich habe keinen Pfeil im Rücken. Wieso nicht? Die Mongolen wandten sich gegen mich. Weil ihr sie lehrtet, unser Volk abzuschlachten. Ein Fehler, den ich beheben wollte. Ich kann nicht alle meine Schützen töten. Nicht allein. Ihr braucht mich. Und den Sensei. Doch wir brauchen euch nicht. Ich kenne ihr nächstes Angriffsziel. Wir können ihn auflauern. Ihr bekommt einen Sieg. Ich meine Rache. Ich bespreche es mit Sensei Ishikawa. Jin. Ihr könnt hier übernachten. Nein, Tomoe. Kann ich nicht.
Sakai. Helft mir, mein Herr. Sakai, gibt es Neues? So in der Art. Ich sprach mit Tomoe. Sie versteckt sich im Norden. Die Mongolen sind jetzt gegen sie. Wenn ihr sie gesehen habt, warum lebt sie dann noch? Ihre Schützen bereiten einen Großangriff vor. Sie will, dass wir drei sie ausschalten. Oder sie will mit unseren Köpfen wieder zurück zu den Mongolen. Sie hätte mich töten können, Sensei, aber hat es nicht. Es hat mir bisher nur geschadet, Tomoe zu vertrauen. Ich vertraue ihr nicht. Aber wir brauchen ihr Wissen. Und sie braucht unsere Hilfe. Dann ist sie ein Narr. Und wir beenden es. Ein Glück, dass ihr kamt. Mein Herr, ich hörte, die Menschen besteigen den Yogaku auf der Suche nach derselben Macht, mit der die Mongolen ihre Schwerter entfachen. Ein brennendes Schwert. Sehr nützlich an so einem kalten Ort. Wieso glauben Sie, das Geheimnis läge auf dem Yogaku? Das Lied des Musikanten. Seine Worte müssen schlüssig sein, wenn die Menschen riskieren zu erfrieren. Ich sollte mir dieses Lied mal anhören. Der Musikant war am Fuß des Berges. Aber ob er noch dort ist, weiß ich nicht. Lasst mich eure Rüstung veredeln. Damit seid ihr sicher. Zu eurem Schutz. Lebt wohl. Sakai. Habt ihr von Tomoe gehört? Wir drei werden uns treffen. Dann verrät sie, wo und wann ihre Schützen angreifen wollen. Wird sie uns die Wahrheit sagen? Wir werden sehen. Und Sakai, wir dürfen uns keinen Fehler erlauben. Ich bin vorbereitet, Sensei. Gehen wir. Wo wollen wir hin? Nördlich der Umugi-Bucht. Sie will uns in einer alten Spielhölle treffen. Eine gute Stelle für einen Hinterhalt. Wir sind im Vorteil. Die Mongolen haben sie verraten. Sie ist verzweifelt. Verzweifelte Feinde sind gefährlich. Denn sie sind unberechenbar. Tomoe hat zwei Möglichkeiten. Mit uns arbeiten oder uns verraten. Ihr habt sie kennengelernt. Was denkt ihr? Sie griff mich in Yogaku nicht an. Vielleicht ein Trick, um euch in Sicherheit zu wiegen. Wir rechnen mit Verrat. Wenn sie uns nicht hereinlegt, hören wir sie an. Und wenn der Angriff stattfindet, kooperieren wir. Danach kümmern wir uns um sie. Sie hat ihr Volk verraten. Dafür wird sie büßen.
Was sagt ihr ihr, wenn ihr sie seht? Ich habe Tomoe nichts zu sagen. Ihr wollt keine Antworten? Seit sie überlief, hattet ihr keinen Kontakt mehr. Als sie mich verriet, nahm sie sich jede Chance auf Gespräche. Wir nähern uns. Augen auf. Wir gehen zu Fuß weiter. Kopf runter. Hier könnten sich Schützen verbergen. Das ist die Spielhölle. Keine Mongolen. Soweit wir das sehen. Halt, stopp. Die Erhöhung dort rechts. Ich gehe da in Position. Und ihr? Sensei Ishikawa! Jin! Wenn ich euch töten wollte, wärt ihr bereits tot. Verdammt! Hier rüber! Ihr solltet hier warten. Auf keinen Fall. Bleibt wachsam. Sensei? Jin? Noch immer so selbstsicher. Das musstet ihr mir nie beibringen. Eure Schützen planen einen Angriff. Wo und wann? Umugi-Bucht. Und schon unterwegs. Wieso so offen? Der Khan hat mich betrogen. Ich nehme ihm meine Schützen. Und wenn wir sie nicht aufhalten, löschen sie die Umugi-Bucht aus. Ich glaube euch nicht. Tut nichts. Und seht, was geschieht. Verdammt! Sie sind mir gefolgt! Verflucht, Tomoe!